Verlassen, enttäuscht und ausgenutzt. 5 Monate nach dem Bachelor rechnet Siegerin Alyssa mit der Kuppelshow ab. Trotz großer Love Story im TV will das Model mittlerweile nichts von einer echten Beziehung zu Jan Kralitschka wissen. Nee, es ist ein Showkapitel. Also es ist jetzt nicht mein Ex-Freund Jan. Da sind natürlich viele Dinge nicht so gewesen, wie sie in der Realität sind, dass ich sagen kann, das ist mein Ex-Freund. Da ist ja gar keine wirkliche Beziehung entstanden. Ganz schön traurig. Doch Alyssa setzt noch einen drauf. Knapp 3 Monate, ja, bis so kurz vorm Finale, kommt dann so das Große aus, so wie es halt immer ist. Leider. Unter Bewusstsein rechnet man damit, weil man das ja nicht anders kennt aus der Vergangenheit bei den Formaten, Sendungen, dass da nichts hält. Es gibt natürlich auch keine Schlagzeilen, keine PR. Friede, Freude, Eierkuchen möchte keiner wissen. Trennung für PR-Zwecke? Ziemlich harte Vorwürfe. Nicht nur gegen Jan, auch andere, hier nicht näher benannte Personen, bekommen bei Alyssa ihr Fett weg. Also ich bin viel vorsichtiger geworden, weil ich auch einiges erlebt habe durch die Sendung. Und man weiß nicht mehr, wem man vertrauen kann, wem nicht. Wo man dann wirklich jemandem vertraut und dann hinterher, also es sind nicht nur Jan jetzt, sind auch andere Menschen durch die Zeit gegangen, mit dem man zusammengearbeitet hat auch. Wo man dann merkt, okay, eigentlich bist du ausgenutzt, bist du blöd, Alyssa. Tja, auch im TV-Land ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Huch, was funkelt uns denn da entgegen? Um ein Haar hätten wir sie nicht erkannt. Diese als spaciger Ritter anmutende Gestalt ist tatsächlich Michaela Schäfer und eigentlich ein Nacktmodel. Also wir haben Fashion Week. Und natürlich denke ich mir immer was ganz Besonderes aus. Das war super aufwendig. Also 5 Stunden hat es insgesamt gedauert. Die wurden weggegelt, dann kam eine richtige Schicht drüber. Also ich habe eine Glatze richtig bekommen. Dann wurden die ganzen Steine aufgeklebt. Also ich dachte schon, ich werde wahnsinnig. Wahnsinnig finden wir auch Michaelas Kleid. Ganz züchtig und ohne Brustschau bist du, liebe Mika, auch ohne Glitzerglatze ein echter Hingucker. Liebesnews aus dem Let's Dance-Land. Die rassige Tänzerin Melissa Ortiz-Gomez ist frisch verliebt. Tanzpartner Manuel Cortez ist es nicht. Jetzt mal Klartext, Melissa, wer genau ist der Glückliche? Ob ich das verraten will, weiß ich noch nicht. Sag ich mal so, es gibt da jemanden, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ach komm schon, ein bisschen mehr würden wir doch noch gerne wissen. Ich kenne ihn schon länger, ja. Es verbindet uns sehr viel. Er hat nichts mit Tanzen oder mit dieser ganzen Welt zu tun, ist ein hat einen normalen Beruf, normaler Mensch und das finde ich aber auch sehr interessant daran. Ja, ich habe schon Schmetterlinge im Bauch. Mir geht es endlich mal wieder gut, ja. Hab mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt wie heute. Oh, so wie du strahlst, glauben wir dir das sofort. Von wegen zu dick für den Laufsteg. Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Lovelyn beweist zurzeit auf der Berlin Fashion Week, dass es auch ohne Magermaße geht. Auf dem Catwalk von Lena Hoschek macht das Model eine super Figur. Ebenfalls sexy auf dem Laufsteg, drittplatzierte Luise. Wir finden die GNTM-Mädels auch ohne akuten Knochenalarm total top.